Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zurück zum nächsten Part von Lego Star Wars die Skywalker Saga. Ziel. So, ich warte gleich mal ab, bevor das zuklappt. So, jetzt gehe ich hoch. Ah, und das ist ein Alternativweg rechts gewesen. Springen, springen, springen. Hä? Leute, hier ist ein Minikit. Ich habe mich gerade schon gefragt, was das gebracht hat. Hier ist einfach Nummer 3. Krass. Ach, und dann ist das andere ein alternativer Weg. Für den Fall, dass man keinen Lichtschwertkämpfer benutzen will. Bleib von der Logik müsste. Ja, es geht echt. Bin ich einfach hier gelandet? Okay, mal gucken, vielleicht finde ich ja hier noch was. Ich sag, das goldene Teil da hinten bringt eins der Minikits. Das da. Obwohl, wenn ich jetzt so auf die Karte schaue, nee, doch nicht. Apropos Karte, vielleicht sehe ich auf der Karte was. Ich sehe, wo das Minikit ist. Das ist hier hinten. Aber das ist ja immer noch nicht alles. Mir fehlt trotzdem noch eins. Okay. Oder? Egal. Ich guck da gleich noch hin. Wenn mir das nichts bringt, dann gehe ich zu Grievous. Weil der auch sowas von unzivilisiert ist. Ja, dann springe ich mal wieder runter, würde ich sagen. Boah, aber man kann da auf so viele Wege hinkommen. Cool. Ich glaube, normalerweise ist ein anderer Weg gefordert. Okay, nach oben komme ich nicht. Hallo Cody. Ach lol, da ist ein Leiter. Kenobi ist gerade bloß zu blöd gewesen. So, ich gehe jetzt diesmal diesen Weg. Weil ich jetzt keine Lust habe, nochmal den anderen Weg zu gehen. Ja, das funktioniert super. Ich bin jetzt ernsthaft ganz runtergefallen. Also irgendwie bin ich ja verpackt. So, so, springen, springen, springen und springen. Dann lande ich hier, laufe ich hier entlang und da vorne haben wir schon den Grievous. Minikit befindet sich hier. Ah, da ist Cody gefordert. Oder auch nicht, weil hier brauche ich einen Bösewicht. Was bedeutet, ich brauche den Bösewicht fürs Minikit. So, und ich glaube, das wäre der eigentliche Weg nach oben. Den gehen wir jetzt natürlich auch wieder. Irgendwie so viel zu sehen gibt es hier nicht und trotzdem voll viel zu sammeln. Und ich habe es jetzt ernsthaft nicht geschafft. Alles klar. Zumal, ich frage mich immer noch, wie das überhaupt funktioniert. Danke, Spiel. Mich hat gerade das Spiel wieder nach unten gelenkt.
Und jetzt habe ich mich verdrückt. Warte, man kann hier dann Luft sogar einstecken, alles klar. So, wenn ich jetzt hier drauf bin, ich werde jetzt hier hochspringen, nichts drücken. Das war verdammt knapp. Was bringt mir das jetzt schon wieder? Kann es sein, dass Cody nicht hier hoch... Wow, Cody ist hier oben? Was bringt mir das? Moment mal, also wenn das geht, ich will da nur mal kurz gucken, da hinten. Bei dem einen Mini-Kit... Es ist so verwirrend aufgebaut. Ich will nur wissen, was passiert, wenn ich jetzt hier ziehe. Aber bestimmt nicht das Minikit. Ja, nee. Das bringt mir die Treppe da hinten. So, ich guck mal was, nicht Treppe, die Leiter meint sie natürlich. Ich guck jetzt natürlich, was da mir das bringt. Ich meine, mir wurde die Leiter ja nicht umsonst gebaut. Vielleicht sollte ich einfach mal normal langsam klettern. Was bringt mir das? Wie bist du hier hingekommen, Cody? Warte mal, das bringt mir das, okay. Na, wenn es so ist, dann teste ich lieber erstmal aus, was mir das andere Teil bringt. Weil ein bisschen testen ist immer cool und gut. Ein Aufzug nach unten? Ah! Ist aber nur ein Aufzug. Okay, dann gehe ich wieder die Leiter hoch. Und werde es mein Grievous endgültig hoffentlich besiegen. Hey, General! Läuft wieder weg. Und zerstört die Brücke. Hier vorbei. Kann ich jetzt da an Wand laufen? Ich kann an der Wand laufen? Cody, das ist nicht gerade schlau. Ich darf jetzt gegen dich kämpfen, oder? Hä? Was war denn das für eine unlogische Sache? Das war ja voll unnötig. Kann ich jetzt mal bitte auch dir wieder Schaden zufügen, oder? Ja. Ich mach's wieder so um den Werfen. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Oh, und da gibt's Geld, Geld, Geld. Noch mehr Geld. Grievous ist fast tot. Letzter Schlag. Er hat noch ein Leben.
Jetzt hat er nur noch eine Hand. Ein Arm. Ey, du einarmiger Bandit. Nein, ich war da schon oben. Ich war da halt schon oben. Die Dinger? Hä, wie schlecht sind die denn? Da hinten ist noch eine Magna-Wache. Wir werden auch noch die letzte Magna-Wache besiegen. Was hat mir das jetzt gerade gebracht? Ach so, es holt den Aufzug runter, verstehe. Egal, ich kann ja jetzt klettern. Was der andere macht, ist mir... War jetzt irgendwie klar, dass so eine Kacke passiert. Das heißt, ich muss jetzt das da hochpacken. Hä? Kann das mal bitte funktionieren? So, dann geht's nach oben. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich wieder bei meinem Glück runterbacken. Ja, oder er tötet mich sofort. Alternativ. Ich habe mal gehört, es ist immer cool, einen Druiden auf den Druiden zu werfen. Bitte, kannst du bitte Schaden kriegen? Was ist mit dem los? Verschwinde! Dooku, sag ich schon, Grievous! Okay, das ist gerade das einzige Nervige an dem Level ist eigentlich nur. Ich muss dem einfach die ganze Zeit hinterherlaufen. Was für ein Kommunikationsturm? Wo ist Cody? Hey, das kann ich kaputt machen. Mal schauen, ob es diesmal funktioniert. Okay, dann baue ich das jetzt mal. Warum bist du schon wieder fast tot, Cody? So, was haben wir an diesem Mal? Wir fangen an mit links. Kommt jetzt unten, jetzt kommt unten, ne? Kommt wieder links? Nee, wow, rechts. Unten. Und es ist egal, wo ihr direkt hier seht. Ihr kriegt das immer. Und jetzt müsste eigentlich Grievous schon tot sein. Erbärmlicher Druide. Grievous. Ich mach's wieder mit dem Typen, der wieder kein Leben hat. Kannst du bitte Schaden kriegen?
Hallo, krieg Schaden. So, das müsste es gewesen sein. Verliere deinen letzten Abend, du Noob. So, Lichtschwert ist... Wow! Alter Schwede, das ist brutal. Okay, jetzt ist es wieder lustig gewesen und Noobig zugleich. Oh Mann. Wie er gerade versucht hat, das nachzumachen. Was war gerade das mit die Zeit ist gekommen? Was war denn das? Oh, wir haben sowas dann unzivilisiert geschafft. Wir sind wahrscheinlich jetzt ganz nah der Order 66. Wir sind vor allem in die Angriff der Druiden, Schleichangriff und sehr unzivilisiert. Hä? Keine Ahnung, was man da schon wieder machen muss. Ich würde zwar sagen, bei sehr unzivilisiert wäre es irgendwas mit Cody und Grievous abschießen, aber ich habe es versucht und es klappte nicht. Schleichangriff, gute Frage, und Angriff der Druiden. Keine Ahnung. Wir haben drei Minikits, okay. Wir haben Cody gekriegt. Wir können den Thronsoldaten Phase 1 kaufen. Einen des 212. Angriffsbataillons. Und General Grievous. Oder gibt es noch jemanden? Nein? Okay. Und dann werden wir es wieder umhauen. Ich kann zum Senat. Man kann über die Karte. Karte? Über die Karte zum Senatsgebäude reisen. Okay. Wir machen das jetzt einfach mal. Weil das jetzt einfach schnell. Wow. Wow. Wie das aussieht gerade, Hilfe! Oha! Was ist denn du? What the heck? Wie das gerade aussieht, einfach so dunkel. Ich habe das immer nur so farbenfroh gesehen. Sieht gerade richtig krass aus. Ja, ich flag mit. Hm? Ich bin am Ziel. Das ist echt immer cool, diese Schnellreise, aber irgendwie auch ein bisschen, keine Ahnung. Nicht der Sinn einer Open World. War Windows schon immer so langsam? Mir kam das voll langsam vor. Hm.
da sind wir auch schon. Dir verschafft die Erde, dass du unter Arrest stehst. Wie könnte das Level jetzt heißen? Ich stehe unter Arrest? Oder heißt es, ich bin der Senat? Eine schreckliche Wahrheit heißt das Level, okay. Ich bin der Senat. Fisto hatte gerade die Todessternpläne und Dings, alles klar. Jo, so geht das Fenster kaputt. Okay, Window ist besiegt. Fisto. Okay. Wie er beschaut. Oh. Der Blick dabei gehört. What the heck? Ich bin gerade erstaunt. Ich bin gerade tatsächlich enttäuscht. Hat er gerade die Klone als Treppe benutzt? Echt jetzt? Hey, Yodas Sternjäger? Boah, cool, einfach Yodas Sternjäger. Ein V-Flügler. Da sieht halt Kopfgeldjäger da irgendwo. Ja, als ob ich jetzt einfach Yodas Kanonenboot oder was auch immer wie das Ding hieß. Wow. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin echt enttäuscht. Ich dachte schon, dass ich die Schlacht zwischen Anakin und Windu. Beziehungsweise, nee, nicht Anakin und Windu, ich hab gerade verredet. Ich meinte nicht Anakin und Windu, sondern wo ist der Komet? Komet? Oh. Sondern zwischen Sidious und Windu, dass man das nicht selber spielen kann, finde ich echt traurig. Boah, was? Wir haben schon 85? Krass. Okay, wir nehmen das da jetzt mal Kachirho. Wir werden dort landen mit Yoda. Hast du recht, Yoda, sie werden uns nicht aufhalten können. Denn wir haben unbegrenzte Macht. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Ihr findet jetzt oben links gerade noch das neueste Video auf meinem Kanal, von YouTube ausgewählt. Links unten findet ihr die aktuelle Playlist zu Lego Star Wars die Skywalker Saga. Und rechts findet ihr noch meinen Kanal, wo ihr auch gerne kostenlos abonnieren könnt. Und bis dahin dann erstmal Servus.